Die Erde ist in unserem Sonnensystem ein einzigartiger Planet. Doch was genau macht die Erde eigentlich so speziell? Unser blauer Heimatplanet ist von Leben jeglicher Art bevölkert und eine Grundlage hierfür bildet das Wasser, welches ihn bedeckt. Das Wasser bedeckt 71% der Erdoberfläche und ist ständig in Bewegung. Die antreibende Kraft hinter dieser Veränderung ist die Sonnenstrahlung. Sie sorgt dafür, dass sich unser Wasser in einem ständigen Kreislauf befindet, dem Wasserkreislauf. Hierbei ist egal, ob das Wasser fest, flüssig oder gasförmig ist. Im Wasserkreislauf befindet sich immer die gleiche Menge an Wasser. Der Kreislauf befindet sich im Gleichgewicht. Schauen wir nun genau, was mit dem Wasser im Kreislauf passiert. Durch das Sonnenlicht erwärmt sich die Oberfläche der Meere sowie die der Seen und Flüsse. Das warme Wasser verdampft nun ständig und steigt allmählich auf. In der Atmosphäre kühlt es sich nun ab und bildet Wolken. Diese werden vom Wind auf das Festland transportiert, wo sie das Wasser in Form von Regen, Schnee oder Eis wieder auf die Erdoberfläche abgeben. Ein Teil dieser Flüssigkeit sammelt sich nun auf der Oberfläche in Form von Seen und Flüssen. Der restliche Teil sickert in die Erde ein, wo er Teil des Grundwassers wird. Hier kann er nun durch die Pflanzen aufgenommen werden, oder er fließt wieder zurück in das Meer. Der Kreislauf wird nun vollendet und der Prozess kann wieder von vorne beginnen. Fassen wir nun noch einmal den Wasserkreislauf zusammen. Sonnenlicht erwärmt die Oberfläche des Meeres, sodass Wasser verdampft und Wolken bildet. Diese Wolken werden zum Festland transportiert, wo sie das Wasser in Form von Regen, Schnee oder Eis wieder abgeben. Flüssigkeit sammelt sich oder versickert in der Erde und gelangt so anschließend wieder zurück ins Meer.